Hallo aus dem wunderschönen Reffenau. Heute haben wir den 13. März und wir sind in der Gegend von Raraso. Und unser Ziel ist es eigentlich nach Anoia zu fahren heute, um dort ein bisschen den Schnee zu genießen, weil es hat in den letzten Tagen gab es wieder so eine extreme Kältephase und das sieht man jetzt auch hier an den Bergen genau gegenüber. Da sieht man, wie schön der Schnee liegt. Und das ist, ich gehe mal hier so links. Hier sieht man auch den Berg genau gegenüber. Es hat nämlich sehr viel geschneit in den letzten 2, 3 Tagen. Und obwohl wir hier nicht sehr hoch sind, sieht man wirklich schon die Berge gegenüber, wie viel Schnee da oben liegt. Und ja, wir sind ungefähr 20 Minuten vielleicht von Rethnon entfernt. Oder 25. Und ja, hoffentlich schaffen wir es. Ich weiß nicht, weil manchmal, wenn zu viel Schnee liegt, dann darf man nicht durch, wenn man keine speziellen Reifen hat. Oder wie heißen diese Dinge, die man rumstülpt auf die Reifen? Schneeketten. Ja, und hoffentlich klappt es. Dann zeige ich euch ein bisschen, wie es hier auch im März sein kann. Nämlich sehr, sehr kalt. Und hier in Griechenland sagt man über den März Ilios Methodia, das heißt so in etwa Sonne mit 10. Und das bezieht sich jetzt aufs Wetter. Ja, mal sehen, ob es klappt. Und das ist hier so das erste Video von diesem wunderschönen Dorf Raraso, dass man so auf dem Weg nach Anoia, da fährt man hier so vorbei.